Salat Universe. Okay, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta. Und ich bin in Dark Shadows Army of Evil. Also sie sind schon mal sehr von sich selbst überzeugt, die guten Entwickler. Beziehungsweise der Richard Burian, der scheint ja so das treibende und entscheidende Element hier zu sein. Mal gucken, was das für ein Spiel ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das gibt es im Deutschen und Englisch. Das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Indie-Bundle oder so mal eingesackt. Ich weiß, ich habe nicht viel bezahlt für dieses Indie-Bundle. Wo war denn das? Humble-Bundle? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja wurscht. Ist auf jeden Fall irgendein Spiel. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir erst wieder Ton anmachen, weil irgendwie funktioniert das mit der Musik nicht so richtig. Beziehungsweise... Okay, ist die größte Auflösung. Moment, das muss ich umstellen. So, okay, also Video habe ich jetzt umgestellt. Sound. Habe ich mal Musik auf aus. Das interessiert ihn aber nicht. Okay. Gucken wir mal. Moment. Drei Fragen habe ich. A, von wann ist das Spiel? Das sieht aus von der Engine wie von... wie aus der Zeit von Gothic 1. Zweitens, wenn ich das richtig verstehe, ist die Story sehr klischeehaft, rudimentär. Ich soll ihm helfen, die Schwester zu suchen, weil ich verliebt bin in die Schwester. Ja gut, warum das? Genauso ein guter Grund wie der andere. Und der dritte ist, ich soll jetzt in die Burg laufen, um da drin ein Schwert zu suchen. Okay. Das ist also das Tutorial im Prinzip. Ich schau mal, ich komm gleich wieder, ja? Wir machen gleich wieder eine Aufnahme. Ich will aber wirklich gerne mal gucken, von wann das Spiel sein soll. So, da bin ich wieder. Ich habe mal geguckt, das ist von 2014. Aber ich habe gerade noch festgestellt, das hat den Sound nicht aufgenommen. Ich würde aber gern vorher auf die Optionen, um den Sound lauter zu machen. Wobei... Gut, dass ihr endlich wieder zurück seid. Während ihr unterwegs wart, um das entlaufene Pferd einzufangen, haben diese Monster die Burg gestürmt. Der König ist verletzt und meine Schwester Katharina wurde entführt. Sie haben auch alles Gold mitgenommen, sämtliche Steuereinnahmen und Waffen. Sie ziehen nun schon seit einem Jahr wie Wanderheuschrecken durch das Land und verängstigen das Volk mit ihren furchteinflößenden Gewändern. Die allermeisten denken noch immer, dass es Monster sind. Dabei haben sie sich nur verkleidet. Ihr müsst mir unbedingt helfen, meine Schwester zu finden. Ihr seid doch in sie verliebt. Wir müssen uns beeilen, ihnen hinterher, bevor sie ihr etwas antun. Sie haben schon genug Schaden angerichtet. Doch bevor wir losziehen können, müsst ihr euch noch ein Schwert besorgen. Der König hat noch eines in seinem Schlafgemach. Der Schlüssel dafür wurde in eine Truhe gesperrt. Und diesen Schlüssel hat ein Wärter des Königs. Ich hoffe, ihr findet den Schlüssel für die Truhe und das Schlafgemach. Beeilt euch, die Zeit drängt. Ich hoffe, diesmal wurde die Tonspur aufgenommen. Also Kurzfassung, die Burg wird überfallen. Und wir sind, warum auch immer, ich bin unbewaffnet, habe ein Pferd gesucht, jetzt bin ich wieder da, jetzt brauche ich eine Waffe. Da hat jemand eine Vorliebe für Gedichte von deutschen Autoren, oder? Klopft ja wie bei Jumanji. Okay, das ist irgendwie so eine Art Adventure oder was? So ein 3D-Adventure.
weil ich, Waffe habe ich ja erstmal nicht. Also grafisch ist ja schon schwerst veraltet, die Optik, aber ja gut, solange es funktioniert, gell. Deutscher Schäferhund. Treues Tier. Gutes Tier. Kann ich irgendwie agieren mit dem Tier? Nö, irgendwie nicht. Ach, das ist Hüpfen, was da so verwackelt, okay. Okay, auf C kommt auch keine Reaktion, dann soll man vielleicht mit dem Hund gar nichts machen. Da liegen noch genug Wasser, das sind keine, also es sind nur noch die Griffe, die haben die Klingen mitgenommen oder was? Jetzt ist halt natürlich die große Frage, wenn ich den richtigen Wächter finde mit dem Schlüssel, nehme ich den Schlüssel automatisch. Was ist denn das für ein Helm? Nehme ich dann den Schlüssel automatisch oder... Weil hier gibt es kein Nehmen oder sowas. Es gibt nur C für Befreien. Ne, warte mal, was war da? E und Q? Ah, Inventar. Ja, aber... Wie komme ich denn ins Inventar? Ah, warte mal. Ich habe gerade halt bloß nichts im Inventar. Naja, egal. Der hat doch ein Schwert. Warum nehme ich nicht das? Ach, das ist kaputt. Okay. Gutes Argument. Das wurde auch rausgebissen aus dem Schild. Dafür, dass das nur verkleidete Monster sein soll. Ja, der wäre immerhin schon mal ein Schild. Soll das so eine Art Horror-Adventure sein? Ich glaube, das soll Wasser darstellen. Okay. Das ist so der Burggraben. Hm? Die haben da extrem große Ochsenfrösche drin oder sowas. Oder jemand foltert eine Katze. Das lief wirklich eher suboptimal für die Burgbesatzung. Hä? Die sind ja in ihren Betten ermordet worden. Wer war denn da für die Wache zuständig, dass sie so überrannt werden konnten? Also irgendwie finde ich, stimmt was nicht mit den Relationen, oder? Von der Größe. Ah, da ist ein Schlüssel. Also, haben wir schon mal einen Schlüssel. Ach, hier ist der Gang zu Ende. Ist auch geschickt gemacht. Gut. Gehen wir mal da drüben die Treppe hoch.
Also das Spiel sieht außer von den Texturen, als ob ich irgendwie 1997er 3D-Rollenspiel spielen würde. Okay, ich habe einen Schlüssel, aber der passt nicht für diese Tür. Oh ja gut, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Die Vertonung hört so ein bisschen auf, als ob einer gegen Abend in irgendeinem Zoo das einfach mal Aufnahme gedrückt, der Vertonaufnahme. So im Tropenhaus oder so. Da geht's auch noch weiter, oder? Oder kam ich daher? Da kam ich her. Ja, aber hier war ne. Nö, hier ist nichts. Ja, gehen wir nochmal raus. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht irgendeine Abzweigung. Da geht's ja noch hoch, oder? Den Helm könnten wir auch mitnehmen, machen wir aber auch nicht. Waffen, Rüstungs brauchen wir nicht, Rüstungsgüter und Schilde. Wir brauchen nur ein Schwert und vorher brauchen wir Schlüssel. Na gut. Eigentlich müssten wir uns um Gegner... Okay, das ist eine Truhe, die wir öffnen können. Eigentlich müssen wir uns um Gegner keine Sorgen machen, weil die ja wieder weg sind. Das heißt, ich soll hier wirklich nur Schlüssel suchen, um irgendwie an ein Schwert zu kommen. Damit die Geschichte quasi weitergeht und wir vielleicht noch irgendeinen vernünftigen Einsatzzweck für dieses Schwert finden, oder? Okay, hier soll es scheinbar nicht weitergehen. Ach doch, wir können drüber klettern. Nee, doch nicht. Aber wir können doch hüpfen. Ha! Großartig. Aha, dafür war unser Schlüssel gedacht. Sehr schön. Jetzt muss aber hier doch was anderes. Aha, guck an. Fackel, was? Fackel mit Feuerstein. Jetzt braucht er Öl. Ey, ich dachte, ich soll Schlüssel suchen. Und ein Schwert. Ja, und... Toll. So eine Minimap wäre echt was Feines, oder? Oh ne, das ist die Mausempfindlichkeit, wenn ich auf M drücke. Okay, hier soll es scheinbar nicht weitergehen.
Architektonisch höchst zweifelhafte Maurerarbeit, diese Treppe da. Okay, durch die Treppe, durch die Leiter gehen wir durch, die können wir nicht verwenden. Da klitschen wir durch. Machen wir hier nicht schon? Ach, so eine Karte wäre halt echt was Schönes, 2017, gell? Das Spiel ist ja von 2014, auch wenn es aussieht wie von 1997. Okay, da sollen wir scheinbar auch nicht weitergehen. Ach doch, über das Fass können wir drüber klettern. Ach, das war die Stelle. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Sieht halt auch alles gleich aus, gell? Da ist diese Senke, dann gehen wir jetzt mal da lang. Hier waren wir doch schon, oder? Das war doch da, wo wir die Fackel... Ach, jetzt genau, das war das mit der Kiste. Da brauchen wir einen Schlüssel. Ja. Interessantes Spiel. Ich habe schon festgestellt, wenn ich da oben auf Beenden drücke, dann komme ich nicht ins Menü zurück, sondern es schmeißt mich komplett raus aufs Desktop. Zugemauerte Tür, hm? Okay. Wie komme ich denn hier jetzt wieder weg? Da hatten wir das, die Fackel her. Und da hatten wir auch unsere Schlüssel für verbraucht. Ich weiß es aber mal eine Flasche. Da war diese Senke. Geht's weiter im Kreis. Da drüben geht's runter. So, da geht's runter. Tja. Waren wir da? Nee, da waren wir noch nicht drin. Das scheint der Speisesaal zu sein. Wow, die haben ja echt die komplette Bevölkerung ausgelöscht. Gott, Blut gibt's in dem Spiel keins, aber... Und entweder gab es keinerlei feindliche Toten oder sie haben sie mitgenommen. Und das ist alles passiert, während ich unterwegs war, unbewaffnet, um ein Pferd zu suchen. Wahnsinn. Ah, ich habe Nahrung mitgenommen. Aber eigentlich bin ich auch hier reingegangen, um Öl zu suchen, oder nicht? Und Schlüssel. Schlüssel nicht vergessen. Da oben ist was.
Wie komme ich an das Öl da oben dran? Ha! Cool. Ich weiß ja nicht, wie ich da hochgekommen bin, aber hat funktioniert. Double Jump, hm? Cool, jetzt habe ich eine Fackel. Wie man sieht. Ich würde es aber gern wieder ausmachen. So. Nur bringt mir die Fackel ja erstmal nichts bei meinem Problem mit dem Schlüssel. Also Freunde der Nacht, ich würde sagen, ich setze mal einen Cut. Ich komme gleich wieder her und dann schauen wir uns das noch ein bisschen an. Ich bin nämlich etwas Also, wir wissen schon mal, wie es aussieht. Nämlich, das hat eine extrem veraltete Engine. Okay, soweit. Aber ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel sein soll. Wir jetzt am Anfang haben wir erstmal nur einen relativ seltsamen Auftrag, hier herumzuirren und Schlüssel zu suchen. Aber ich nehme an, dass da passiert noch was. Sonst bräuchte ich ja kein Schwert und hätte keinen Kampf Gedöns und sowas, oder? Hier war doch irgendwas mit Kampf. Genau, Waffe weg. Waffen und so Krempels. Das brauchen wir ja nicht bei einem Adventure. Das hat ein etwas seltsames erstes Level quasi, Mission, das Spiel, aber ja gut. Also wie gesagt, ich würde sagen, ich komme gleich wieder her. Wir gucken uns das noch ein bisschen an, dass wir das hier lösen, damit wir noch weiter ins Spiel kommen. Dann bis gleich. Tschüss.